Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer du das hören mögest, mögest dich inspirieren, erfüllt und erfolgreich deine Berufung, dein Seelenbusiness, dein Herzensprojekt zu leben. Und heute ist wieder ein wundervoller Herbsttag, allerdings heute kein Sonnenschein bis jetzt. Es ist so neblig, es ist so mystisch, sieht es aus. Und ich freue mich schon total, gleich rauszugehen, denn heute sind wir in Blaubeuren und zwar bei dem Blautopf. Falls du da noch nicht warst, google mal danach. Das ist so ein schöner, wunderschöner Ort. Aber das nur am Rande. Ich habe dir heute wieder eine wundervolle Inspiration mitgebracht aus meinem Seelenbusiness-Alltag. Und diese Botschaft, die geht jetzt speziell an dich als spirituell wirkender Leader, Leaderin. Das heißt, wenn du bereit bist, diesen Platz einzunehmen oder ihn du schon eingenommen hast in irgendeiner Form. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn gerade spirituell wirkende Menschen unterschätzen bzw. unterdrücken sogar dieses Thema. Und was geht's? Aber kurz vorher, auch diese Botschaft gibt es natürlich als wunderschöne, wirklich wunderschöne Karte in unserer Facebook-Gruppe zum Downloaden. Genau, und die Botschaft lautet heute: Machtvoll. Es ist an der Zeit, dein Wissensriesendasein aufzugeben und dein neues Sein als machtvoller Umsetzungsriese zu etablieren. Bist du bereit hierzu und willst du weiterhin, nicht und, oder willst du weiterhin nur mit deiner Berufung kokettieren und deine wahre Schöpferkraft und Macht verleugnen? Das ist schon eine ziemlich herausfordernde Botschaft, aber das ist genau das, was ich erlebe in meinem Business-Alltag. Das Thema Macht wurde viel zu lange, viel zu sehr und viel zu stark unterdrückt. Macht ist etwas, was die meisten Menschen etwas Negatives. Also, das ist so dieses, nee, so Macht, das ist so Unterdrückung und so weiter. Also, wir haben eine ganz bestimmte Assoziation mit Macht. Kannst du auch mal bei dir selbst, wenn es dir möglich ist, einfach mal, vielleicht kurz mal die Augen schließen, einfach mal selbst bei dir schauen. Vielleicht ist es ja auch schon gleich hochgeploppt bei Macht. Was macht es mit dir? Was ist sozusagen Macht? Was sind deine Assoziationen dazu? Was kommt da hoch? Kommt da Freude und dieses, ja, ich bin machtvoll und dieses, wow, ja? Oder ist es, ja, aber Macht und dann Macht über andere und das will ich nicht und so weiter. Und genau da ist ein Riesenthema, denn, und es ist auch eine absolute Ambivalenz, denn zum einen, gerade wenn du diese Botschaft, wie gesagt, ist für dich, wenn du spirituell ein spiritueller Leader, Leaderin bist oder sein möchtest, dann hast du dich mit diesen Themen Spiritualität schon wahrscheinlich bis im, ich sage jetzt mal, bis zum Erbrechen beschäftigt. Du hast wahrscheinlich alles Mögliche schon gemacht in diesem Kontext. Und du weißt sehr viel in diesem Kontext. Und das ist das, was mir sehr häufig begegnet, dass viele Menschen tatsächlich schon sehr lange sich mit diesen Themen, mit Spiritualität, wir sind alle eins, mit Energien, mit Manifestation und so weiter beschäftigen, theoretisch. In der Praxis es aber noch viel zu wenig umsetzen. Also es gibt dann immer so eine unsichtbare Trennwand zwischen: Ja, okay, ich manifestiere jetzt zum Beispiel morgens und ich meditiere und so weiter und dem scheinbaren Alltag. Und aber genau da ist die Krux. Genau diese undurchsichtbare Wand, ja, die müssen wir, ich sage das jetzt bewusst, durchbrechen. Und zwar jeder einzelne von uns. Meines Erachtens ist es das wichtigste Thema überhaupt unserer Zeit, dass wir wirklich bewusst manifestieren. Wir sind sowieso, ich sage immer, wir sind Manifestationshelden. Die Frage ist nur, sind wir bewusste Manifestationshelden oder unbewusste? Manifestierst du das, was du wirklich willst, oder manifestierst du aus dir heraus, aus deiner Programmierung heraus, was nicht unbedingt immer das sein muss, was du wirklich willst? Ja, von daher. Meine heutige Inspiration geht wirklich darin, dass du selbst mal das Thema Macht bei dir anschaust. Was macht Macht mit dir? Was macht Macht mit dir? Schöne Frage. Dieses Thema Macht.
bedeutet es für dich? Und wo hast du vielleicht sogar Angst, machtvoll zu sein? Wo hast du sogar Angst, vielleicht tatsächlich in deine Schöpferkraft und deine Schöpfermacht anzuerkennen und sie auch einzusetzen, und zwar zu deinem Wohl und vielleicht auch zum Wohl der Allgemeinheit? Wo hältst du dich da noch zurück? Wo bist du noch in diesem Modus? Ja, theoretisch habe ich das verstanden. Theoretisch bin ich Millionär. Praktisch habe ich 0 Cent auf dem Konto. Da stimmt etwas nicht. Da stimmt sozusagen in deiner, du kannst an deinem Output, kannst du sehen, was deine tatsächliche, wahre Einstellung und wahre Programmierung ist, nicht die du dir vorsagst. Und ich weiß, es sind viele hier, und ich finde es auch immer so niedlich, wenn ich das mal so sagen kann, dass Menschen wirklich fast immer so nachplappern, diese ganzen, ja, es ist ja alles einfach und du musst dich nur ins Gefühl begeben und so weiter. Also so diese spirituellen Weisheiten, da wird oft so mit denen umhergeschleudert. Und der Punkt ist aber der, bist du jemand, der diese spirituellen Weisheiten einfach nur einfach im Kopf hat und sie schön überall postet oder so? Oder bist du jemand, der sie lebt? Hast du anerkannt, wie kraftvoll, wie machtvoll du bist und was du alles Machtvolles, Kraftvolles manifestieren kannst? Das ist jetzt die Zeit, wo wir sozusagen gerade als spirituelle Leader, dass wir unseren Platz einnehmen. Wir haben uns lange genug darauf vorbereitet. Jahrhunderte, Jahrtausende, viele Inkarnationen haben uns genau hierher geführt. Und wenn du dich gerade auch von diesem Podcast hier jetzt angesprochen fühlst und du weißt, ob du jemand bist, das weißt du schon, das hat sich dein ganzes Leben lang gezeigt. Bist du jemand, der dich immer auch so ein bisschen alleine gefühlt hat und du auch immer schon Dinge vielleicht auch gewusst hast, die anderen das aber nicht gesehen haben? Oder bist du schon jemand wie ich, der schon sein ganzes Leben lang vorausrennt in allen Lebensbereichen? Ich bin immer vorne raus, egal was war, ich war immer die Erste. Und ich habe auch schon immer klare Vorstellungen gehabt von, wie die Welt wirklich sein sollte. Ja, und auch dieser Freiheitsdrang in mir und so weiter, das sind alles Anzeichen, die sozusagen schon immer da waren. Und ich durfte einfach nur die Fäden zusammenführen und meinen Platz einnehmen. Und manchmal war es herausfordernd. Und ich habe das natürlich auch nicht gleich erkannt. Ja, und sich das auch anerkennen, dass du vielleicht jemand bist, der genau zur jetzigen Zeit inkarniert ist, um genau diesen Platz einzunehmen, um genau eben diese Leaderposition. Und ich meine jetzt hier nicht Leader unbedingt, dass du andere führen musst. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Ja, darum geht es ja gar nicht, weil das ist ja auch dieses Oldschool-Denken, ja, oder die alte Zeit. Es gibt da ein paar Leader, die führen uns dann. Nein, das Leading, das beginnt erst bei dir selbst, dass du sozusagen deine Schöpferkraft, ja, dass du dich selbst führst, beziehungsweise dich führen lässt von deiner Seele. Da beginnt das Ganze. Das ist echtes Leadership. Ja? Und wenn wir beginnen, tatsächlich diesen Platz einzunehmen und selbst in unsere Kraft und Macht zu kommen, dann inspirieren wir durch unser Sein, inspirieren wir andere auch, ihr Leadership anzuerkennen, ihr eigenes. Ja, und das ist eigentlich, das ist so fantastisch. Natürlich gibt es Menschen, die sich mehr in den Vordergrund stellen, ja, wie zum Beispiel ich gehe eben für dieses Thema, also stell ich mich vorne hin, ja, und spreche über diese Themen. Das heißt aber nicht, dass ich diejenige bin, die hier sozusagen alle anderen jetzt mir folgen. Das wäre auch nie meine Intention. Das war nie meine Intention mit der Berufungslounge, das war nie meine Intention mit meiner Ausbildung zum Intuitionscoach oder auch zum Thema Celebrate Your Business Passion. Meine ganzen Projekte, die sind nie so gewesen, dass ich sage, ey, ich weiß es für dich und ich bringe dir das jetzt bei. Und das mache ich schon seit Jahren nicht. Das ist jetzt keine, wie das vielleicht jetzt auch viele andere machen. Das mache ich schon seit Jahren nicht, weil das nie mein Ansinnen war. Ich habe schon immer Leadership als sozusagen auf Augenhöhe, auf Augen- und auf Herzhöhe. Das war schon immer das. Auch die Ausbildung zum Intuition, zum Berufungscoach. Ich habe immer gesagt, ich bilde dich nicht aus. Ich unterstütze dich, dass das sich herausbildet, was du eh schon bist. Ja, darum geht es. Und so sind alle meine Dienstleistungen, meine Begleitungen und so weiter aufgebaut. Das macht nämlich für mich, das ist der einzige Sinn, den es macht, weil wir haben doch lang genug dieses ich folge dem oder ich folge dieser Richtung oder dieser Richtung oder und so weiter.
Beginnen wir doch bei uns selbst. Beginnen wir in unsere eigene Kraft und Macht zu kommen. Erkennen wir das an und all das Wissen. Und das weißt du alles. Das, was ich dir jetzt gesagt habe, das weißt du. Tief in dir berührt es dich. Tief in dir weißt du, dass das richtig ist. Und wenn du das anerkennst, und du das anerkennst und sozusagen dann wirklich in deine Kraft und deine Macht kommst, das umsetzt, das lebst, was denkst du, was für ein geiles Leben du für dich und für dein Umfeld und dadurch für deren Umfeld und so weiter, also eigentlich für uns alle bewirkst. Und genau das ist jetzt ist der Zeitpunkt. Und ich meine jetzt auch wirklich global gesehen. Also auch da, wo wir jetzt als Menschheit stehen. Global, evolutionär, all das. Wir sind sozusagen an einem Wendepunkt. Das lässt sich doch jetzt gar nicht mehr bestreiten. Und ich persönlich spreche schon seit vielen Jahren davon. Ja? Und jetzt ist der Zeitpunkt, deinen Platz einzunehmen. Jetzt immer noch zu sagen, na ja, das klappt nicht und in diese Jammerposition und dieses, ich muss noch auflösen und ich muss noch transformieren und ich muss noch das und so weiter. Ja, das passiert alles im Laufen. Ja, du wirst wahrscheinlich das eine oder andere noch transformieren und heilen dürfen. Aber deswegen musst du nicht stehen bleiben. Deswegen darfst du weitergehen. Ja, deswegen darfst du weiter in deine Macht und in deine Schöpferkraft sie anwenden, 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 anwenden. Also ein Umsetzungsriese werden. Raus aus diesem Wissensriesen, ja, mit dem ich weiß, ich habe das Buch gelesen, ich habe das und das und das. Ich kenne alle Techniken. Ich kenne das alles. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Manchmal bekomme ich Mails oder spreche auch mit Menschen, die mir sagen, ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe das gemacht, das gemacht. Und ich denke, okay, also du hast tausendmal mehr Ausbildung gemacht wie ich. Der Punkt ist aber, oft der Unterschied ist, ich setze das um. Und ich habe gelernt, wirklich sozusagen meine Seele als meinen wahren Mentor anzuerkennen. Und genau das lehre ich in Anführungsstrich, dass du, deine Seele, das ist der geilste Coach ever für dich, der geilste Mentor. Und ich unterstütze dich nur dabei, inspiriere dich, dass du dich wieder daran erinnerst. Ja? Und natürlich auch praktisch jetzt im Business und so weiter. Aber die Basis ist immer genau das, wovon ich hier spreche. Dass du machtvoll bist und machtvoll wirkst. Ja? Als Leader der neuen Zeit, wenn du das so willst. Ich weiß, dieser Begriff wird aktuell inflationär verwendet. Und ich möchte dir zurufen, wenn du hier zuhörst, dann nimm deinen Platz ein, beginne bei dir. Beginne bei dir. Beginne in deine Macht und Kraft zu kommen. Und dann setze das Ganze um. Setze es um. Dafür bist du hierher gekommen. Jetzt. Du brauchst nicht mehr warten. Es wird nicht mehr besser. Beziehungsweise wir haben uns hier reinmanövriert und jetzt können wir das Neue gestalten. Und ganz ehrlich, ich bin schon total aufgeregt und freue mich total, denn ich sehe das auch in meinen Programmen im Celebrate Your Business Passion Mentoring. Die Gruppen, das ist so wahnsinnig aufregend, was jetzt gerade entsteht. Und viele sehen das noch nicht. Viele sind in diesem, sehen nur das, was da draußen passiert. Aber ich kann dir sagen, ich begleite Unternehmen, ich begleite spirituelle Leader, Unternehmerinnen und Gründerinnen, Gründer und so weiter. Wie gesagt, hauptsächlich im Celebrate Your Business Passion Mentoring und auch persönlich in der persönlichen Begleitung. Aber das ist so wahnsinnig aufregend und wahnsinnig schön zu berühren. Wenn ich gerade an unsere gestrige Session denke, das ist, da geht mein Herz auf, wenn ich sehe, was alles auf uns zukommt. Und ich meine jetzt wirklich im positiven Sinne. Wenn du mal das anerkannt hast, was ich jetzt hier mit dir geteilt habe und beginnst dann das Ganze umzusetzen, also wirklich ein bewusster Manifestationsheld, Heldin zu werden, zu sein, diesen Platz einnimmst, dann geschehen großartige, wundervolle Dinge. Und genau das ist das, wozu wir jetzt hierher gekommen sind, ja? Und also, was soll ich sagen? Wenn auch du dich begleiten lassen möchtest, dann schau mal auf heidimariewellmann.de vorbei. Da siehst du, wie ich aktuell, welche Möglichkeiten du aktuell hast mit mir zum Thema Seelenbusiness, erfüllendes, erfolgreiches Seelenbusiness zusammenwirken kannst. Das ist das eine. Und das andere ist, weil ich hier schon die ganze Zeit von Manifestation gesprochen habe. Und es ist natürlich das Thema unserer Zeit. Nochmal, es geht darum, aus diesem bewusste Manifestationshelden zu sein und wirklich so zu wirken. Weil alles andere, das Unbewusste, die Programmierung, das haben wir doch schon Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht. Ja? Wollen wir das weiter so? Wollen wir weiter so leben? Ich glaube nicht.
Ja, und wenn wir beginnen, wirklich in unsere bewusste Schöpferkraft zu kommen, mein Gott, sage ich, mein ganzer Körper vibriert. Und genau dafür steht dieses Herzensprojekt 2021. Das findest du auch auf heidimariewellmann.de, Herzensprojekt 2021. Genau, ich freue mich. Das startet am 21.11. Geiles Datum, oder? Genau, also lass uns gemeinsam die geilste Zeit ever kreieren, weil das Geilste und das Wundervollste, das liegt noch vor uns. Und ich freue mich schon total. Also, bis bald. Ciao.